Was geht ab, meine Z-Fighter? Osri hier mit einem weiteren Video zu Dragon Ball Z Dokkan Battle. Vorerst, heute ist Freitag, heißt ihr könnt mir eure Teams senden mit dem Hashtag Teamrating. Alle anderen Informationen bekommt ihr aus dem Link in der Beschreibung. Könnt auf jeden Fall vorbeischauen und ich freue mich auf jeden Fall auf eure Teams. Andere Sache, boom, Super Saiyan 3 Broly ist schon seit ein, zwei Tagen draußen. Heute werden wir sein Event machen, denn ich denke, sein Event ist ein bisschen schwer, wenn man nicht weiß, wie man das Ganze angeht. Deswegen schauen wir uns erstmal die ganzen Informationen zu ihm an. Und zwar ist die Sache so, Broly hat eine Passive Skill, ein Passive, die Escalation ist. Also das ist die Dokkan-spezifische, beziehungsweise die spezifische Passive des Dokkan-Events. Das ist immer bei Charakteren so, dass die spezifische Passive-spezifische Link-Skills getriggert sind, aktiviert sind, durch die sie gewisse Sachen bekommen in ihrem Dokkan-Event. Bei Broly ist es so, da steht hier dran, er hat den Link-Skill Escalation, beziehungsweise die Passive Escalation, und diese erhöht seinen Angriff und seine Verteidigung nach und nach. Zudem bekommt er wirklich kaum Schaden, bis zu gar keinem Schaden, sehr wenig Schaden, um es so zu sagen, wie die älteren Broly-Events. Wie hintergeht man das Ganze, wenn man Charaktere nimmt mit den Link-Skill Limit-Breaking-Form, die sich in der Runde linken? Was sind das für Charaktere, Limit-Breaking-Form? Das sind alle Charaktere, alle Super Saiyan 3 Charaktere. Heißt, ihr könnt entweder hergehen mit einem Super Saiyan 3 Team das Ganze machen, um seine Defense, um die, um den Link-Skill, um seine Passive zu annullieren, mehr Schaden gegen ihn zu machen, überhaupt Schaden gegen ihn zu machen, sage ich mal, mit einem Super Saiyan 3 Team, wie gesagt, oder man setzt auf Crit, denn Crit annulliert diese auch, diese Death, und macht quasi kritischen Schaden. Und die andere Sache, ja, wir wissen es, Kategorie. Wenn ihr Kategorie-Team habt, könnt ihr auch damit reingehen, damit solltet ihr auch keine Probleme haben, denn es geht auch so, dass man nach und nach seine Verteidigung senken kann, mit Charakteren, die die Verteidigung senken. Das ist ein bisschen träge, das dauert ein bisschen, dann würde ich eher, wenn ihr das könnt, auf jeden Fall auf Super Saiyan 3 Charaktere setzen oder auf, wenn ihr Charaktere habt mit viel Crit. Es gibt noch so, die Sache ist die, bevor ich das vergesse, Candy Vegito hat ja in seiner Passive, dass er den Guard des Gegners disabled. Das heißt nicht, dass dann jeder Charakter gegen Broly Schaden macht. Nein, was heißt Guard disablen? Das heißt, dass jeder Charakter sehr effektiven Schaden macht, Schaden so macht, als hätte er den Typenvorteil. Das heißt Guard disablen. Es gibt noch eine Karte, die ist God Guldo, die hat man damals beim Broly benutzt. Wenn God Guldo, also die Karte ist ein Tech Guldo SR, wenn er angegriffen wird, dann ist für diese Runde des Gegners Verteidigung bei 0. Und dann machen natürlich alle Charaktere Schaden. Könnt ihr vielleicht damit versuchen, wobei das ein bisschen risky ist, weil Guldo muss erstmal angegriffen werden und Broly macht sehr viel Schaden. Anyways, zudem kann man Broly in der allerletzten Runde weder stunnen noch sealen. Und genau, wir sehen aber schon, es sind drei Runden vom Physisch-Type, heißt ein Strength-Team wäre gar nicht mal so schlecht. Letzte Runde ist Extreme-Type, wir haben unseren Boy Broly, er braucht seine neuen 77 Medaillen und den Broly aus dem allerersten Event könnt ihr auch zum dreifachen Awaken mit 35 Medaillen des neuen Broly-Events. Wir machen natürlich die allerletzte Stufe, die allerletzte Schwierigkeit. Wie werde ich vorher gehen? Ich habe das Ganze mit einem Super Saiyan 3 Team getestet, mit einem Tech Team, das hat auf jeden Fall geklappt mit dem Limit Breaking Form, da gibt es wirklich gute Tech Charaktere, dreifacher Angel Goku, dreifacher Gotenks, dreifacher Vegeta, oder in einem Strength Team hat es auch viele dreifacher Vegeta, dreifacher Goku GT, wobei diese halt eher keine Charaktere sind, die Schaden machen, sondern Charaktere sind, die supporten und so weiter und so fort. Langer Rede, kurzer Sinn, ich werde das Ganze hier angehen mit meinem Super Strength Team, weil ich hier viele Charaktere habe, die Crit haben. Und ich werde, also hohen Crit auf jeden Fall, hohen Level Crit. Und deswegen werde ich mit dem Super Strength Team versuchen auf jeden Fall. Wir haben auch Typenvorteil über drei Runden. Items sind alles Standardhammer. Drei Heal Items, ein King Yammer. Und dann würde ich sagen, verlieren wir keine Zeit und gehen auf die Stage. Gut. Zack, zack. Da tun wir gleich mal Vegeta ganz nach links. Ist dann quasi so ein Mini-Showcase zu Vegeta. Ich werde noch ein extra Showcase zu Vegeta und Bulma machen, aber vorerst dann dieses hier. Also da werde ich detailliert drauf gehen, was für Schaden der macht, unter welchen Bedingungen und so weiter und so fort. Aber hier habt ihr auf jeden Fall auch einen Blick von ihm. Ja, er ist tanky, wissen wir. Oh, kommt schon Crit rein, Crit-Konter und? Ja, da seht ihr. Crit geht durch, Leute. Mit Crit macht ihr auf jeden Fall Schaden. Auch durch die Passive von Broly. GG. Dieser Broly hat zwar nicht seine Passive, also gegen den macht er noch Schaden. Ab Runde 3 und Runde 4. Da bekommt er wirklich wenig Schaden, werden wir gleich sehen. Es sei denn, wie gesagt, ihr beachtet die den Passive Limit Breaking Form oder die Sachen, die ich euch genannt habe. An der Stelle in Zeitnote ganz, ganz wichtig, nicht Broly angreifen, denn Broly ist unsterblich. Ihr müsst Paragus, hieß der Paragus? Paragus? Sein Vater, ich vergesse immer den Namen. Anyways, Paragon, Paragus, ich weiß nicht.
Immer ihn angreifen in der Runde, weil Broly keinen Schaden bekommt. Genau. So, schauen wir mal. Wie gesagt, hier machen wir noch Schaden, hier macht jeder Charakter Schaden, das ist also kein Thema. Aber auf der Runde darauf wird das ein bisschen schwieriger sein. Genau. Aber mit dem Super Strength haben wir auf jeden Fall einen Typenvorteil. Da sehen wir schon, bekommen wenig Schaden. Denn unterschätzt Broly nicht. Also dritte und vierte Runde macht er immens viel Schaden wegen seinem Linkskill Escalation. Müsst ihr echt aufpassen auf jeden Fall. Gut. Aber wir haben hier unseren Boy, ich wollte Boy sagen, hab Bro gesagt. Vegeta an der Stelle. Und Paragus, ich nenne ihn mal Paragus jetzt einfach, greift uns relativ oft an. Broly auch. Heißt, okay, das ist eine Ulti, das kontern wir nicht. Aber die Auto-Attacks kontern wir. Okay, von Broly bringt es nichts an der Stelle. Werden wir gleich sehen. Also er bekommt zwar Schaden, aber ihr habt seinen Lebensbalken gesehen, da hat es nichts getan. Genau. Und jetzt. Also die Crits fliegen auf jeden Fall schon. Die Crits fliegen auf jeden Fall. Nur müssen sie jetzt fliegen. Jetzt brauchen wir Crits. Und jetzt müssen wir halt echt aufpassen. Jetzt müssen wir echt aufpassen. Ich habe den Goku nicht gecheckt. Ich weiß nicht, wie viel Crit er hat oder so. Aber meiner hat relativ gut Crit. Mein Goku und Vegeta, da fehlt noch ein Dupe jeweils. Also haben die quasi Level 20 Crit. 40% Chance zu critten. In der Runde haben wir noch Gott sei Dank Typenvorteil. Komm schon, wir brauchen die Crits. Aber auch, ja, ich wollte gerade sagen, an der Stelle nicht wundern, warum hat Goku jetzt trotzdem Schaden gemacht. Also Gokus, ihr seht, Bardock macht zum Beispiel keinen Schaden. Das ist dann die Sache, wo ich angesprochen habe, dass die dreifachen Strength-Charaktere, zum Beispiel, wenn ihr mit den Limit-Breaking vorm Linkshänder da reingeht, sie trotzdem so viel Schaden machen. Denn Goku, sein Schaden ist einfach so viel, dass er das quasi umgeht und trotzdem sehr viel Schaden macht am Broly. Klingt verrückt, aber ist so. Alle anderen Charaktere machen keinen Schaden, wir haben es gesehen. Auch wenn sie ulten und alles. Also das ist halt dann die Macht von vielfachen Goku. Und deswegen würde ich das Team auf jeden Fall empfehlen. Könnt auf jeden Fall mit reingehen. Aber Tag Team geht auch. Also Tag Team hat wirklich sehr gute Super Saiyan 3 Charaktere momentan. Angel Goku ist gut, Gotenks ist gut, dreifacher Vegeta könnt ihr auch mit reinnehmen. Und wir sehen zum Beispiel Gogeta. Gogeta macht keinen Schaden. Aber Goku macht Schaden. Das ist einfach wegen seinem Boost, weil er 150% bekommt. Und Vegeta hat jetzt Schaden gemacht, weil er gekrittet hat. Versteht ihr, Leute? Crits gehen hier durch. Crits ignorieren quasi die Verteidigung, machen, wie es der Name sagt, kritischen Treffer. Also vollwertigen Treffer quasi. Um es kurz zu fassen. Aber an der Stelle wirklich unterschätzt Brolys Angriff nicht. Unterschätzt Brolys Angriff nicht. Er macht wirklich sehr viel Schaden. Wir haben hier keinen Typenvorteil. Deswegen will ich mal auf jeden Fall mit Full Life in die Runde gehen. Goku bekommt zwar Death Boost, wenn er ultet. 30% für 6 Runden, aber muss man trotzdem aufpassen. Und wir brauchen die Crits. Ganz klar müssen wir auf Crits hoffen. Bekommen wir welche? Beziehungsweise Goku an sich. Aber ihr seht, ab der Runde macht schon Goku weitaus weniger Schaden als zuvor. Weil zuvor hatten wir noch Typenvorteil. Jetzt nicht. Wir bekommen die Ulti. Ihr müsst echt aufpassen, seht ihr? Komm schon, Jungs, ich brauche die Crits. Deswegen wäre es echt immer gut, dass wir. Oh, wir ragen, das habe ich total vergessen. Das habe ich total vergessen, oh mein Gott. Geil, geil, jetzt haben wir auch den Rage-Moment im Video. Perfekto. Kriegen wir auch die drei Ultis raus? Okay, ja, okay. Zweimal Full Ulti. Let's go. Wir brauchen aber die Crits, um Schaden zu machen. Das fand ich geil. Ey, das passt jetzt geil. Das passt jetzt echt geil, finde ich. Let's go, Vegeta. Rage-Modus an. Aber Crits. Es sei denn, ich weiß nicht, ob so ohne Crit. Nee, ohne Crit kommen wir da überhaupt nicht durch. Also dafür ist der Rage-Modus dann auch nicht viel. Wir brauchen die Crits. Komm schon, Crit ist gut, bitte. Aber das Geile ist halt, wir bekommen halt keinen Schaden. Das ist halt GG. Aber wenn wir nicht einmal critten, dann hat es uns nicht viel gebracht, sag ich mal. Dann hat uns der Modus Rage Mode auch nicht viel gebracht. Komm schon, einmal critten, bitte. Wow, okay, kein Crit. Also Crit ist nie garantiert, aber 40% Chance zu critten ist fast 50-50. Deswegen hoffe ich da immer so oft auf einen Crit. Gut. Wir müssen jetzt. Oh, okay. Können wir hier nicht ulten? Doch, so können wir ulten. Ich hoffe auf Crit-Konto auf jeden Fall dann. Dann sollte Vegeta ihn gut rausnehmen. Ich werde auf jeden Fall mich healen, King Yema aktivieren.
bekommt 50% auf so eine Verteidigung, denn wir haben gesehen, dieser Dude macht sehr viel Schaden, auch mit Full Life, müssen wir echt aufpassen. Und deswegen machen wir das Ganze mal so, let's go. Vegeta Blue, SE1 bei mir. Bin gerade dabei, ihn auf SE10 zu bringen, aber ihr seht schon, selbst mit dem Crit haut er 300.000 Schaden raus bei so einem Event. Also der auf SE10 lohnt sich, denn er bekommt durch die Passive, wenn er ultet, 100%, quasi ähnlich wie der Agility Goku Blue. Kein Crit, ja, wir brauchen die Crits. Komm, Crit-Konter. Keine Crit-Konter, hallo? Crit-Konter. Crit! Also, die Runden davor hat er die ganze Zeit gekrittet, jetzt will er nicht. Jetzt will er nicht, das ist halt RIP. Aber gut, gut, dass wir gegen jemanden benutzt haben. Komm, Gogeta, hau mal einen Crit raus, zeig was. Altes Haus. Einer der ältesten Karten, nice. Nein, an der Stelle. Rage Mode aktiviert, Osaru aktiviert, aber beides brauchen wir nicht. Beides verzögert gerade einfach das Video. Also, da bin ich wieder. Ich habe das Ganze geskippt, Mann. Das hat nur unnötig Zeit gekostet, auch wenn wir unsere Osaru-Szene... Okay, wir uns im Osaru, geil. Aber an der Stelle war das echt unnötig, Freunde. ja, hätte nicht sein müssen quasi. Er hat nur unnötig Zeit gekostet vom Video. Deswegen haben wir unseren Osaru rausgehauen. Und jetzt brauchen wir nur einen Crit von Goku, weil er hat jetzt seinen besten Buddy im wir sehen schon, 2,3 Millionen. Allein durch die Linkskills von dem Goku GT. Kein Crit, aber wir machen trotzdem Schaden, weil wir halt guten Boost bekommen. Aber ich habe jetzt, oh Gott, ich habe die Charaktere total falsch hingesetzt, glaube ich, wenn wir eine Ulti bekommen. Also ihr seht schon, ist echt zäh, das Event ist schon zäh auf jeden Fall. Auf Crit zu hoffen ist halt die Sache. Also es ist nie garantiert. Nie. Nie garantiert. Deswegen gucken wir, was jetzt abgeht. Also leider geht das Event gerade ein bisschen länger als gedacht. Ich hatte dafür eigentlich immer viel schneller. Ich war viel schneller mit dem eigentlich durch. Gucken wir mal. Wir brauchen die Crits. Komm schon. Dankeschön. Dankeschön. Ja. Ein Crit hätten wir nur gebraucht. Das sage ich doch. An der Stelle, Leute, deswegen ein bisschen unnötig lang geworden das Video, aber ihr seht's, wenn ihr auf Crits hofft, dann kann auch natürlich das zustande kommen, dass der Kampf sich hinzieht. Deswegen Limit Wrecking Form Team, Super Saiyan 3 Team geht auf jeden Fall auch, würde ich auch euch auf jeden Fall auch empfehlen. Oder ein Kategorie Team, zum Beispiel Shadow Dragon, der senkt Shadow Omega Shenlong, Sin Shenlong, FIFA Gogeta und Vegeta senken alle Verteidigung, Angriff und so weiter und so fort. Da habt ihr auf jeden Fall weitaus bessere Chancen. Wo ihr seht hier, ich habe 4 Minuten mal für das gebraucht. Beziehungsweise andauert immer 4 Minuten, egal mit welchem Team. Jetzt habe ich ein bisschen gezogen, macht nichts. Ich hoffe, das Video hat euch dennoch gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen ein Like. Und wir sehen uns im nächsten Video. Peace.